Hallo zusammen, ich freue mich sehr auf Arosa. Gebe ich schnell in diesem Video einen kurzen Überblick über Bandon. Das ist Bandon. Wenn ihr reinkommt, dann sieht es etwas so aus. So, dann könnt ihr auswählen aus der Sammlung hier oben. Dann kommen die verschiedenen Sammlungen. Hier hat es eine mit dem Mann mit dem roten Pulli, die heisst Arosa 2024 Collections. Draufklicken. Jetzt hier. Habt ihr eine Liste mit allen Liedern, die in Arosa vorkommen. Das ist Worried Man Blues und When the Saints. Das sind einfache Impro-Stückchen, auch schon mit Solos drauf. Dann kommen Ensemble und Tutti-Stückchen vermischt und zungestungen mit dem anderen Bildchen, mit dem anderen Coverbildchen hier. Das sind Impro-Stückchen aus der Basic Jazz Collection. All diese Songs sollten gratis für euch zur Verfügung stehen. Wenn das nicht so ist, könnt ihr euch bei mir melden. Ich tue jetzt mal beispielhaft den First Song auf, das ist ein Tutti-Stück, das wir alle zusammen werden spielen. Jetzt ist das Lied offen. Da kann man auf Play. Hört man vielleicht auch im Hintergrund etwas. Wenn man hier rüber geht, zu Arrangement, kann man in den Teilen kumpeln. Ich will diesen Teil. Da unten kann man auch das Klick ausschalten. Jetzt kann ich mal hier in die Mixer-Ansicht rüber, hier drauf klicken. Jetzt wollte ich nur das erste Saxophon hören. Dann hier auf Solo. Das ist noch gäbig. Oder zum Beispiel weiter unten hat es noch Part. Schauen wir schnell etwas genauer. Zum Beispiel hier wäre jetzt Part 9. Den kann ich wegnehmen. Den kann ich selber dazu spielen. Oder ich kann ihn hier hinten Solo schalten. Der hat jetzt gar nichts spielen. Ha. So, da, das ist einfach das schöne Bildli, wo ihr erkennt, dass ihr am richtigen Ort seid. Hier in dem kann ich jetzt zum Beispiel auf das Wiederholungszeichen klicken. Und dann kann ich einen Loop setzen hier. Ich tue das ein bisschen eingrenzen. Jetzt nur diese Stelle. Dann kann ich auch etwas genauer hören. Da ist mir noch zu schnell. Hier unten hat es ein Tempo-Uhrli. Da kann ich das Tempo verstellen. Das Tempo übernehmen, wenn ich das will. Das will ich eigentlich nicht. Darum tue ich wieder auf 114. Was können wir noch? Da könnt ihr noch aufnehmen, wenn ihr wollt. So, das ist ein ganz kurzer Überblick. Jetzt lösen wir den Loop wieder. Hier kann ich das machen zum Beispiel. Jetzt spielt es wieder weiter. Hier in der Arrangement-Übersicht. Hier, das ist hier angefällt im Moment. Da sieht man alle Teile, die in diesem Lied vorkommen. Das findet ihr bei den allermeisten Liedern, die in dieser App drin sind, auch so. Voilà. Da ist ein kurzer Überblick. Ich hoffe, das hilft euch, euch in der App zurechtzufinden. Es hat hier das Arrangement-Fenster, hier das Info-Fenster und hier das Mixer-Fenster, wo man noch die Lautstärke einstellen kann und so weiter. Wenn ihr eine Aufnahme gemacht habt, dann findet man die nachher hier ganz unten bei den Aufnahmen. Ja, bis bald. Ich hoffe, ihr kommt schlagen. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Und bis gleich.